Ja, hoi meine Freunde von heute, willkommen zurück zu Tony Hawk's Underground 2. Das letzte Level steht an. Wir gucken uns mal unsere Fingernägel an, denn wir wollen Bam in Grund und Boden skaten. Und ich würde sagen, wir legen los. Aufgaben der Extraklasse erwarten uns hier. Die Aufgaben werden schwerer als alles andere. Was willst du mir denn sagen? Übrigens, was ich ziemlich cool finde, es ist random, welches Auto hier kommt. Entweder kommt so ein weißes Auto oder so ein rotes Auto. Das rote Auto ist ein bisschen größer. Finde ich cool. Okay. Gut, Aufgabe. Gemeistert. Jetzt holen wir uns direkt die Kettensäge, die hier oben ist. Oh mein Gott, das ist Bigfoot! Das ist Bigfoot gewesen! Oh mein Gott! Finde die Kettensäge! Und weil wir schon mal hier sind, klettern wir hier hoch. Und wen finden wir da? Oh, ein Checkler! Ja, das geht simpel. So, natürlich noch nicht alles gewesen sein. Schnappen wir uns noch Bigfoot und die Reklametafel. Die Reklametafel ist, glaube ich, direkt hier unter uns. Da ist sie. Dann haben wir noch einen großen Bigfoot hin. So, und... Flup. Ist nicht mehr so schlimm, dass wir runterfallen, denn... Kurz dann später... Finden wir Bigfoot. Ich bin Bigfoot. So. Ja, das geht echt schnell. Gut, dann haben wir auch eine Spat-Markierung hier. Und können wir kurz den Highscore-Spielautomaten machen. Guck mal, wie wir da stehen. Yeah, Mann, du hast mich gewählt. Getimter Punktelauf, zu schlagende Punkte 1 Million. Stand das schon immer da unten? Ich weiß es nicht. Ich habe nie aufgepasst. Ehrlich gesagt habe ich echt nicht aufgepasst, ob das schon mal jemals da unten stand. So, aber, ja, damals hatte ich riesige Probleme, was das mit den Punkten anging, aber heute ist es eigentlich ziemlich simpel. Ich habe die Punkte ja schon längst. Ich übertreibe trotzdem, weil ich ein Arschloch bin. Das ist glaube ich, ein bisschen Karma gewesen jetzt. Tut mir so mega leid, aber... Ist halt so. So. Ja, ich habe nicht genug Punkte, Leute. Verdammt. Verdammt, Alter. Ich habe die Kombo aus Versehen beendet. Das war schön. Gut, das war kein Problem. Fahren wir hier runter. Und hier direkt um die Ecke ist ja wieder der Spielautomaten. Diesmal bitte komplett. Ja, ich glaube, das ist Karma gewesen. Was war das denn jetzt? Grinding gedrückt, Leute. Ah, ja, kurz den Big Drop. Oder machen wir einfach nicht, weil... Keine Ahnung. Übrigens gerade Spat, ich hab's gesehen. Bin gespannt, ob wir... Theoretisch, ich möchte mal kurz gucken, ob ich irgendwie es schaffe, in die rote Hütte zu machen, damit ich diesen Gap habe. Nämlich die Shack-Kombo. So. Ja, Punkte haben wir auf jeden Fall. So, aktuell laufen. Keine Zeit mehr verschwinden. Das war schon einmal schlimm genug. So, da stehen wir sogar jetzt zweimal drin, weil ich einmal Scheiße gebaut habe. Es tut mir leid. Die Ziele wieder vergessen. Starte das Feuerwerk und markiere dein Gebiet. Alles nur 25 Punkte wert, ne? Auch irgendwie komisch. So. Als ob.
Oh, das ist so eins wirklich der schlimmsten Feuer, weil die direkt ausgehen eigentlich. Oder was heißt direkt, aber die gehen halt ziemlich schnell aus. Oder sie aktivieren sich gar nicht erst, diese komische Rampe hier. Ja. Bowling! Da müsste hier eigentlich mal Spat sein. Irgendwo. Oder vielleicht oben? Oben vielleicht? Da ist Spat. Mal nebenbei mal machen. Wenn ich schon zu blöd bin dafür, da hochzuspringen. Mal, ist das dein Ernst? Ist hier nochmal Spat? Ja, hier ist einfach. In diesem Haus ist einfach zweimal Spat versteckt, ja. So. Alle guten Dinge sind 4000. Dankeschön. Gibt es noch einen Bumm? Wir warten auf das Bumm. Da gibt es einen Bumm. Kann ich irgendwie schön mit Liebe gemacht? Ne, einfach so Bumm. Also muss kaputt gehen. So. Die Überlegung, wo es Spat noch überall gibt, ist gerade bei mir ziemlich hoch, weil ich bin eigentlich gerade dumm abgesprungen. Warum bin ich gerade so abgesprungen? Ich habe keine Ahnung. Gut, ich weiß, dass einmal hier Spat ist. Wer ist eigentlich der Typ, der überall... Okay, das ist natürlich nicht markiert. Selbe Höhe und alles gleich, aber das ist diesmal markiert gewesen. Ich glaube, ich weiß, was das letzte Spat war. Nämlich hier oben. Da. Wer ist eigentlich dieser Typ, der überall Spat draufschreibt? Ich habe keine Ahnung. Über den Dächern. Hi, Tony Hawk. Alright, let me show you something. Spine or Spin am Baumwipfel mit Acid Drop. Bergspitzen-Manual, Holzarbeiter-Kombo, Spine-Transfer an der Mine, Spring zum Wetterballon, Skatopia-Spin-Kombo oder Spine-Kombo, Downhill-Line und weg mit den Minestöcken. Tony Hawk hat wirklich schwierige Aufgaben, Leute. Also, sie sind nicht unmöglich, aber sie sind wirklich schwierig. Einer davon ist zum Beispiel, wenn man das gerade gesehen hat, die Kombo den Berg herunter. Oh. Geht das eigentlich? Ja, danke schön. Ich wollte eigentlich gucken, ob man das schon vorher abbrechen kann, aber die Aufgabe kam einfach nicht. Schade eigentlich. Gut. Jetzt kommt so das große Problem. Nämlich. Hier, den Wheelie runter machen. Eine richtig nervige Aufgabe. Ja, das Glück, dass der Wagen nicht im Weg ist. Schöne Wegfolgen, das ist sehr wichtig eigentlich. Ich glaube eigentlich gar nicht, aber Fokus halt an. War nicht Fokus, geht nicht aus. Ja, geht der Fokus einfach aus? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine der schlimmsten Aufgaben. Boah, nervigsten Aufgaben. Ja, Bienenstöcke. Wildride-Bomb machen. Macht zwar Bzzz, ne, das wäre eine fleißige Biene, aber dann, ja, sind die Bienen weg. Hier geht's nicht lang. Okay. Immer Bam vorbei getrickst. Ich weiß gar nicht mehr, wo die anderen Bienenstöcke sind. Ich glaube, einer ist hier auf jeden Fall, da unten. Ja. Er ist sogar hier vorne direkt, ne? Au! Warum hast du das getan, Spiel? Das habe ich nicht verdient. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. So, was? Als ob ich irgendwie... Ach, genau. Ja, es ist was, was ich immer wieder vergesse, wenn ich das Spiel spiele. Wir müssen so dran kommen. So, ich muss eigentlich nur hören, wo die Bienen sind. Und dann kriegt man sie schon. Da sind die letzten Bienen. Ja, sowas geht schnell, ne? Wir haben schon fast 500 Punkte wieder. 400 Punkte wieder. Ist bald Halbzeit. Das Level zieht sich gerade, ne? Aber ich glaube... Warum kann ich mich... Egal. Ich glaube. Kann man es machen? Ja. Ich glaube, das sollte kein Problem mehr sein. Es ist nicht mehr viel, aber halt viele kleine Aufgaben, das ist ein bisschen nervig. So, Zipline, 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 Alter. Nein, das ist auch nämlich ein South Park. Textnachrichten. Wir sind im Gefängnis, aber bald sind wir wieder bei euch. Bieberhausen kommt jeden Moment und kauft uns frei. Bevor wir erwischt wurden, haben wir seinen Truck geklaut. Okay. Okay, warum habt ihr das gemacht? Ach, wir wollten ja hier. Upsala, ich wollte ja zum Wetterballon eigentlich. Deswegen muss ich eigentlich hier den Spin-Transfer machen. Dann müssen wir einfach da hinspringen und dann haben wir ihn. Und so hier so, zack, ne? Zack. Sieht auch ganz komisch aus, ne?
Das war ein sehr realistischer Absturz und so weiter und so fort. Downhill Line und Spine Combo. Weil das müssen wir von oben machen. Und beides ziemlich nervige Aufgaben eigentlich. Oh, ich glaube, die Spine Combo ist nicht mal so nervig. Ah, nee. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte schon. Guck mal, hier sogar das Mückennest. Ich wollte hier hin. So. So müssen wir es machen. So. Dankeschön. Wir haben sogar direkt. Haben wir sogar schon direkt drei Gaps gemacht. Und wir haben die Hälfte erreicht der Punkte. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, Leute. Ein großer Fortschritt. Aber das soll nicht alles sein. Denn jetzt kommt noch die. Kommen nach unten. Wunderschön. Habt ihr gerade gesehen, wie detailgetreu wir ins Wasser gefallen sind und dann. Als ob der nicht grindet automatisch. Ich habe Dreieck gedrückt. So. Leck mich. Ich mag diese Aufgabe. Dieses Auto, Alter. Dieses Auto. Ja, Auto, bleib mal stehen. War's das? Ja, das war's. Oh, 900er gelandet. So, das war's mit ihm. Gut, wechseln wir zu meinem Checkler. Mein Checkler steht übrigens da oben immer noch. Muss man hier auch tauschen, den kleinen Mann. Hey, 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 check out these sick runs and see if you've got the skills to pull them off. You might learn something, kid. Ein langes Stromkabel, Hüttenattacke über den Dächern und Sprung vom Kabel. Ja, es kotzt mich gerade an, dass ich daran nicht mehr gedacht habe. Oder habe ich dran gedacht? Ich weiß es nicht. Kaob. Hüttenattacke ist eine ganz kacke Aufgabe. Wir dürfen nicht gehen. Wir müssen von Hütte zu Hütte gehen. So, ein ganz langes Stromkabel eigentlich machen. Es sei natürlich die Anzeige gemeint auf einmal. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Was? So, dann springen wir mal wieder nach unten. Sind nicht über die Dächer gekommen, das ist schade. Versuchen wir es einfach noch ein zweites Mal. Warum lässt sich der Fokus nicht aktivieren? Dankeschön. Ich will es nur nicht riskieren, auf die Fresse zu fliegen. Es tut mir leid, aber manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und in dem Fall muss der Mann diesen Fokus einsetzen. Und dabei zwei Sachen auf einmal machen. Und sogar dabei ein Gap machen. Gut, zwei Aufgaben auf einmal. Das war auf jeden Fall ein gutes Gefühl wieder mal. Ziel ansehen, über den Dächern und Sprung von Kabel. Also die Aufgaben sind einfach alle nicht unbedingt so schwierig, ne? Wenn wir hier einen Ace-Drop machen und dann müssen wir ein bisschen seitwärts fliegen, dass wir auch darüber kommen. So, ich frage mich gerade Sprung vom Kabel, was mich da erwartet. Aber ich glaube, ich weiß, was mich da erwartet. Und zwar... Zipline! Kabel. Und zwar müssen wir so machen. Was hat der Typ für Tricks? Ich habe keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall Swimming with Sharks. Das ist dann das hier, ne? Swimming with Sharks. Er hat natürlich auch die ganz normalen Tricks, die anderen auch haben, ne? Aber ja. Das war's, ne? Das war's. Da fehlt nur noch Bigfoot. Skatopia-Transfer. Lass ein paar Pflanzen wachsen. Freie Bahn und manuell einen Hang nach oben. Mit Bigfoot. Harry Foot Grab, Alter. Ach Gott.
Ich glaube, wir haben genügend Punkte, um den Sieg in der Tasche. Gehen wir zu Bam und zählen die Punkte zusammen? Nö. So, natürlich ist unser Skateboard ein bisschen motorbetrieben, aber das macht es ja so cool gerade. Deswegen, wenn wir Tricks machen, wachsen da Pflanzen. Ergibt voll der Sinn. Aber hey. Das war nicht so erfolgreich. Das gefällt mir nicht. So, hier sind nochmal Pflanzen. Dankeschön. Ich weiß nicht, was da für Pflanzen wachsen, aber die sehen auf jeden Fall ziemlich... Ja, wie soll ich sagen? Upsala? Au. Arme Bigfoot. Arme Bigfoot. Vielleicht hier hingehen. So. Oh, eine ganz blöde Aufgabe. Muss nämlich genau von der Rampe aus abspringen. Hi, ihr schönen Pflänzchen. So, ab nach oben. Dankeschön. Er hat uns die Katze sogar nochmal erwischt. Die mag den bösen Bigfoot-Mann nicht. Der einfach so ganz böse Rollen in der Luft macht. Huch, was war das denn jetzt? Ich dachte gerade, ich falle hin. Okay. Das war ein komischer Sprung zur Seite. Ach, Mensch, Bigfoot. Chainsaw Grind. Ja, für mich auch Chainsaw Grind. So, letztes Gewächs. Haben wir locker gemeistert. Was? Da waren noch keine Bienen mehr. Warum kam das Bienengeräusch? Textnachrichten. Bams Jungs können uns jetzt niemals schlagen. Du hast so viele Punkte geholt. Komm, was? Du hast so viele Punkte geholt. Komm, mich besuchen, damit wir Bam und sein Team den Verliererpokal überreichen können. Oder, eine viel bessere Idee, wir fahren zu Masa. Übrigens, alles geht ja irgendwie hier unten, ne? Okay, das ist Essen gefallen. Wir fahren hier unten hin und wechseln zu uns, denn wir wollen natürlich noch ein paar Gaps sammeln. Gucken wir gerade auf die Uhr, wir haben 17:22 gespielt. Könnte man eigentlich so sagen von wegen, hey, ne, wir machen noch ein paar Gaps, so bis Feierabend ist. Wisst ihr, was wir machen? Das machen wir auch so. Ja, er will mit mir reden, aber ist nicht. Nein! Oh Gott, das war knapp. Das war verdammt knapp. So. Ja, irgendwie gab es auch so ein Gap, dass man irgendwie an beiden Häusern grinden muss. Ich weiß es nicht. Green Check. Was? Ich check's gerade nicht. Warum gibt's keinen Red Check? Gibt keinen Red Check. Wo kommt Green auch nicht immer? Er gibt keinen Sinn. Na gut. Hier ein Wheelie durchmachen. Ich glaube, ich kann mal hier sogar einen Lip-Tram machen. Oder den kann man schon, aber bringt nichts. Ich glaube, man kann sogar. Upstairs. Oh Gott. Und downstairs. Das sind so richtig behinderte Games, Mann. Ich genieße das aber vollkommen, weil es lustig ist. Okay, Gas. Ups. Wenigstens auf das Kabel draufgekommen, ja? Oder auf den Baumstamm hier in dem Fall. Und dieser Morgen, man erkennt einfach die Hälfte nicht mehr wieder wirklich. Was? Ich sollte anhalten, aber ich habe nicht angehalten. Was können wir noch machen? Keine Ahnung, was wir gerade auf Gaps noch machen können. Da aus dem FF fällt mir keiner mehr ein. Doch, aus dem FF fällt mir noch einer ein. Calling Manual. Gab es hier drin noch Gaps? Ich weiß es nicht. Ich will natürlich so viel gerne machen, wie es geht, damit ich auf jeden Fall für den finalen Park im Story-Modus bereit bin. Was sagen denn die Gap-Liste mal? House Step. A Frame Grind. Bahn Pool Lip. Bahn Ramp Manual. Alter! Uns fehlen aber noch viele Gaps. Und das könnte ein bisschen groß werden, der nächste Part. Das könnte verdammt groß werden. Ich so ein bisschen Respekt vor. Also wir können ja hier schon mal machen so. Bahn Ramp Manual.
Kann man? Ich weiß nicht, ob man es kann. Ah, das ist keine Gap-Kombo. Das Problem ist, wir müssen wirklich die Gap-Kombos finden. Und das könnte problematisch werden. Nämlich keine Ahnung, wo die ganzen Gaps sind. Endspine. Okay, kann man auch noch rein, ne? So, zack. Puh. Oh mein Gott. So, ouch. Ist aufs Auto gelandet. Was gibt's noch? Wir können hier grinden. House Step. Ich kann mich an gerade keine Gaps mehr erinnern, ne, Leute. Das ist gerade irgendwie... Moment. Das war... War das was? Es gab, glaube ich, wenn man hier so macht... Irgendwo war das hier. Man kann Spin-Transfer drücken und man kommt darüber irgendwie. Warum passiert das jetzt hier nicht? Das ist der Vorführeffekt, ja? Da. Wire-Transfer. Ja! Das habe ich mir schon gedacht, dass das der Gap ist. Ich weiß nicht mal warum, aber es war irgendwie einleuchtend. So, Sag jetzt die Liste. Wir können auch deine Option Spielfortschritt ansehen. Dann sehen wir, wir haben hier... Wir haben sehr viel gemacht. Wir haben 19 Gaps noch vor uns. 19 Gaps. Okay, ich möchte gerne noch 4 Stück finden in dem Part hier. Ich weiß nicht warum. Bahn Pool Hip. Garbage Pool Manual. Mobile Home Drop. Mobile Home Wall Bomb. Over the Porch Drop. Over the Porch. Check to sign. Side Bomb. Side Wall Bomb. Big Slope Hip Transfer. Hell Skull Gap. Okay. Huge Check Gap over the Road Garbage Bomb. Pond mal 5. Pond mal 5 kann ich sogar. Hab ich gerade im Kopf sogar. Ich glaube, Pond mal 5 war. Einmal um den Teich. Pond ist, glaube ich, der Teich. Einfach Gleichgewicht halten. Einmal um den Teich. Zweimal. Wir sind diesmal ein bisschen schneller. Genau, Pond mal 5. Weil ich das wohl wieder wusste. Hip-Transfer. So, können wir vielleicht auch von hier aus ein Manual machen. Ich weiß nicht, ob das der Manual war, den sie wollten. Nö, wollten sie nicht. Aber da unten wollen sie ein Manual, das weiß ich. Und zwar hier. Dankeschön. Wallbomb, das ist die Frage. Also das ist einmal dieses Mobilhaus-Drop-Ding da. Und dann gibt es den Wallbomb. Ich habe gerade keine Ahnung, was der Wallbomb ist. Ich kann es mir denken. Als ob. Als ob. Also, wenn das kein Gap ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Können über die Treppen rüber zu springen, ist auch kein Gap. Das irritiert mich gerade immer mehr. Oh. Ist echt kein Gap, ne? Da ist das Auto übrigens wieder. Mobile Wallbomb, ich habe keine Ahnung. Over the Porch Drop, Shake to Sign, Sidebomb, Sidewall Bomb, Big Slope Hip Transfer, Over the Road Garbage Bomb. You check it. Das ist gerade alles, was mir nicht so viel sagt. Und Manual, Big Slope, Camel Front, was? Okay. Das könnt ihr mir was sagen. So ein wunderschöner Gap-Titel übrigens, was das war. Habt ihr es gesehen? Das kann zum Beispiel das hier sein. Ja, das ist das auf jeden Fall. Muss nur das Gleichgewicht halten. Das ist so der Trick dahinter. Aber das ist, glaube ich, überall der Trick dahinter, wenn man große Gaps macht. So, machen wir mal so, dass auch die Dings wieder voll geht. Die Spezialanzeige und dürfen nicht unbedingt. Was? Habe ich den really zu spät gestartet? Kann das sein? Ich bin gerade.
zwar nicht gewollt. Ja, Katze, wir wissen's. Dann starten wir jetzt einfach mal hier. So. Vielleicht bringt das ja was. Also, wir müssen auf jeden Fall im Menü drin bleiben, das weiß ich. Der kommt nicht! Hä? Prank mich nicht. Ein Gap will ich noch schaffen, aber irgendwie. Manual. Frontgate. Ah, vielleicht muss ich auch einfach nur am Frontgate vorbeifahren. Das war einfach mal mega lang, obwohl ich einfach schon längst beenden könnte. Aber es geht einfach darum, im nächsten Part erwartet mich so viel an Action. Von daher möchte ich das gerne doch schon schaffen. Dankeschön. Oh, Rotisserie oder nur Benianer. Haha. Cool. Gut. Fokus wieder anmachen. Ich glaube, vom Tempo her haben wir eh genug. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt einen Spacewalk machen. So, Front Door ist sehr wichtig. Hä? Natürlich. Auf einmal kommt das Ding. Kann mir das mal jemand erklären? Könnte das. Oh, das könnte es. Das könnte es sogar sein. Das sieht sehr einladend aus. Versuchen wir es einfach mal. Masa, hör den Part auf. Das ist wie beim Livestreaming. Nö, ist es nicht, okay. Also der Gap. Gut. Uns fehlen. Keine Ahnung, wie viel fehlen uns noch? 15 Stück? Bitte 15 Stück. Na, 14 Stück noch. Gut! Im nächsten Part, das große Finale, mit unseren Stats und so, ne, mit unseren Stats, unseren Gaps und so. Na, Stats fehlt uns noch das Spine, der Spin, 30 Grabs. Gut, aber 30 Grabs und 14 Gaps im nächsten Part, das ist eine schöne Kombi. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch. Und Masa la Vista, Baby.